Hallo, ich stelle mich mal eben kurz vor, ich bin der Peppo. Wir haben gerade schon ein paar Videos gemacht, ich war nur der Nebendarsteller. Jetzt spiele ich selbst. Ja, der Magal ist natürlich auch am Start, ne? Ich suche gerade mein Glas, aber ist egal. Der Peppo darf heute ran hier, der darf sich Slenderman reinziehen. Ich wusste das schon, er will es. ich finde mein Glas nicht. Egal. Ne? Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Wir versuchen jetzt zum zweiten Mal jetzt. Ah, das ist ja schon wesentlich nicht mehr so schlimm ohne Nebel. Ja, das würde ich allerdings auch sagen. Das ist schon auf jeden Fall angenehmer. Was machen wir denn jetzt hier? Oh, er läuft wieder im Dunkeln rum. Ja. Oh, da hinten sehen wir auch schon einen Baum. Oh, ein Baum. Nein, er sticht auf jeden Fall aus der Reihe hier. Oder er fällt. Das ist ein neuer Baum, sagen wir so. Ich würde ja sagen, das ist ein alter Baum. Ey, weißt du, ich hab mal so eine Idee. Ich kann grad an die rumwurschteln. Also nicht okay. Ah, ja, das ist natürlich eine perfekte Idee. Aber wir können nicht. Dann müssen wir nicht so unbedingt miteinander knüppeln. Nee, das ist ja auch nicht so. Das bringt nichts. Ich merke an dem Baum jetzt gerade nicht. Ups. So? Ja. Egal, dann schrei ich halt hier durch die Gegend! Es ist ja auch erst 11 Uhr! Am 25. Dezember! Ja, wir spielen. Wir spielen Horrorspiele an Weihnachten. Ich würde dir ja Licht machen, aber irgendwie geht das nicht. Ich weiß, wo mein Glas ist. Das ist schon mal. Mein Glas stimmt kaputt hier. Ich Mysterium! Hat sich der Slenderman gepackt. Ich hab noch nicht mal eine Seite gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das ist auch wirklich schlecht. Ich gehe hier mal einfach so. Ah. Ich gehe jetzt einfach mal wieder zurück, weil anscheinend hat der. Ah, aber jetzt kannst du. Jetzt siehst du auch mehr im Hintergrund, ne? Gehe ich jetzt einfach mal da lang. Gehe ich hier mal durch die beiden Bäume durch. Nein, Junge! Ich renne doch! Aber springen kann man leider nicht. Das wär's auch mal. Ich glaube, hier geht's gar nicht weiter, hier ist Ende. Weil in der einen Richtung war ich gerade schon. Ich versuche mir wohl, so wie er sagte, wenn die Taschenlampe eh wieder auflädt, dann könnte ich sie auch anlassen. Sehr, sehr langsam. Ich weiß nicht, vielleicht hat's ja so ein Dynamo da drin, weißt du? Ja, so. Cool, so ein Ring hat sie. Dynamo-Taschenlampe. Ich bin gerade. Hast du die Eule, oder? War eine Eule? Ja, das war gerade schon im ersten Aufnahme, war das einmal. Den ist was, den rechts. Ah, das ist übrigens der zweite LKW, den ich meinte. Den ersten, den wir gefunden hatten, war ja blau, genau. Genau. Oh, der hier ist rot und da ist auch noch ein Haus, also quasi ein Bauwagen, möchte ich mal sagen, ist dann mit dran. Ich bin doch ein Boden dran. Ach, das sieht mir gar nicht davor. Nee, also, das ist. Es ist ein Baustellenwagen. Ist ein Bauwagen. Ja, ich würde sagen, es ist ein Bauwagen. Ja, yeah, das so. Sind halt die Dinge, die du rumstehen und nie auf der Straße rumfahren. Okay, das war jetzt Nummer 2, wo überhaupt nichts ist. Ich gucke nochmal an dem Auto. Ah, doch, da ist noch was. Die hat aber stehen. Always watches no eyes. Er guckt immer, hat aber keine Augen. Verdammt, wieso nicht zurück? Ah, okay. Fuck, und jetzt geht es los. Die Hölle bricht über uns hernieder in der Gestalt des Slenderman. Ha, ich lache über den Slenderman, ich habe ein viel schickeres Hemd an als der. Ja. Ich weiß, dass ich. Kein Schisser. Ich habe das Spiel auch schon alleine gespielt. Ich merke nur gerade, wie meine Knie weich werden. Dreh mich mal. Oh, 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 oh. Ah! Alter! Du! Ah! Wisst ihr, der Mahatma Geil hat natürlich nichts Besseres zu tun, als sich eine Maske aufzusetzen und mich zu erschrecken. Da haben wir auch schon die nächste Seite gefunden. Wer Anonymous Joiner ist, der hat eine Skybox-Maske zu Hause. Nicht, dass ich bei Anonymous bin, sondern ich habe einfach eine Maske, weil es cool ist. Oh, Junge. Boah, ich hab gar nicht gedacht, dass du so ausrastest.
Ich hab natürlich gehofft, dass du mich erschreckst, aber... Ich bin leicht schreckhaft. Ja, wenn du genauso schnell mich erschreckst, wie du lachst, dann ist natürlich alles vorbei. Was soll das denn heißen? Ja, weil du übelst leicht zum Lachen, wenn du zu wenig bist. Boah, das stimmt. Was? Nein, ich mach das jetzt nicht mehr mit der Maske, wenn du zockst. Also du sagst, ich bin ein anderen Game! War das hier richtig? War das dein Ziel? Ja. Übrigens, ich spiele gleich nochmal eine Runde SCP-087B Runde. Und rede ich doch nicht so rum, Junge. Doch, das muss ich leider tun, weil da ist nämlich Ende. Das heißt, ich muss wieder in die Mitte gelangen. Ich werde es versuchen, in einem kleinen Halbkreis zu tun. Weil irgendwo könnte natürlich der Slenderman sein und nach der zweiten Seite ist natürlich Schluss. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber wir können die Folge ja löschen, einfach eine neue machen. Aha. Nein! Du musst das ja nochmal durchmachen. Und nochmal. Und nochmal. Bis mindestens vier Seiten. Ich weiß nicht, ob ich diesen Rekord wirklich... da ist schon mal der Tunnel. Der Tunnel. Ja. Ich hab Angst rein... Oh, fuck! Der steht da irgendwo in der Nähe. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal anders herum gehen. Mal gucken, ob ich ihn übers Ohr hauen kann. Aber wir haben ja schon im ersten Teil gemacht, ne? Slenderman, Enderman, ne? Ist ja gar nicht so eine Sache. Genau. Ne? Ich glaube schon, dass die... ob ich ihn verarschen kann? Kann ich ihn... Ja, ich hab ihn genutzt, den alten... Ja, jetzt so die Frage, wie lange du ihn nass oder wann er nicht nass? Weil ich glaube, wenn du ihn nass, ist das nicht so schlimm wie, oh, die Musik wird schlimmer. Ich habe jetzt schon mal drei Seiten gefunden, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, wenn ich das anmerke. Also aus dem Spiel heraus, was wir eben gespielt haben, also wir hatten den roten Wagen. Wir hatten das Haus. Den Bauwagen. Oh, ich habe auch gerade weggeguckt. Das war übel. Das darfst du nicht tun, darfst lieber als weggucken. Genau. Im Spiel, das ist übelst schlimm. Also wir hatten den Bauwagen, wir hatten ja im ersten Teil den blauen Wagen. Wir hatten jetzt den roten, den Tunnel hatten wir schon zweimal. Jetzt fehlt eigentlich das Haus. Oh. Du hast den Baum vergessen, den alten. Ach, der alte Baum ist auch, den wusste ich ja nicht, weil ich habe nur erst jetzt einmal gespielt. Es gibt diese 10 Locations, die wir jetzt aufzählen dürfen, weil wir sie alle gesehen haben. Wir haben den alten Baum, wir haben eine große Säule aus dem ersten Versuch. Wir haben das Haus, dann den Tunnel natürlich, die beiden Autos, beziehungsweise den Bauwagen und das Auto. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, die ganzen, hier sag mal eben, die ganzen Tanks, aber ich weiß genau, nicht, ob das Location die zählt. Doch, ja, doch. Das zählt auch als Location. Waren das jetzt alle? Nein. Niemand kam von dem Haus. Das ist immer reagiert. Ich musste mir die Nase kratzen. Keine Werbung machen. Die Cola, hallo, es gibt Afri-Cola, es gibt Coca-Cola, es gibt Kaufland-Cola. Oh, da waren die Löwen, das sind die gefährlichsten Tiere. Insekten. Ziel ist nicht hinterlich, das ist ein gruseliges Spiel. Oh, wenn man so zweimal zockt, also wenn man daneben sitzt, das ist gar nicht so schlimm. Aber wenn man selber spielt... Ja, wie schlimm das denn? Wie gesagt, ihr könnt es euch gerne downloaden und dann könnt ihr es einfach mal selber ausprobieren. Ich überlege auch, wir einen Link da. Wir machen einfach einen Link rein, wo wir es runtergeladen haben. Das dürfen wir jetzt auch sagen, wo wir es runtergeladen haben. Nämlich auf der Seite chip.de oder chip.com, ich weiß es gerade gar nicht so genau. Wird man ja einen Link sehen, ich muss den Link wiederfinden, egal. Ist ja allseits bekannt, kann man viel runterladen. Ist ja nicht illegal. Aber wir wollen euch jetzt nicht dazu bringen, irgendwie bei irgendwelchen, bei denen ich rennt nicht schwer. Nein, der steht da nicht. Ja, man bildet sich da auch schon. Ja, da hinten, ne? Oder rechts der Baum, der näher gekommen. Hast du das gesehen? Ja. Und dieser Bildschirm ist auch so übelst breit, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Das ist so ein riesiger Bildschirm hier bei ihm. Das ist auch so ein 24 Zoll HD-Bildschirm. Welche Marke dürfen wir natürlich nicht sagen? Ich kann nur erzählen. Das ist echt schlimm. Das ist echt solche schlimm. Solche Spiele ist ja echt nicht geeignet, Leute. Aber wir wagen jetzt trotzdem an. 24 Zoll HD Bildschirm, wenn jetzt was gab. Es ist, boah, ja, ey, so. Hast du mal den. Also ich möchte jetzt mal wieder eine Werbung machen. Kennst du den Film Rack, Junge? Ja, ja, ja. Hast du Rack 2 gesehen?
Ich habe nur den ersten Teil gesehen, boah, muss ich ehrlich gestehen. Habe ich gehört, dass der noch schlimmer sein soll. Wenn wir jetzt sogar schon gerade von... Oh nein, da ist der schwule Zaun. Bubble doch nicht so mit den Armen rum. Das ist voll schlimm. Also mit den Armen vielleicht schon. Mit den Beinen? Nicht so rum. Lauf ich nur... Ah, oh, das ist nicht an und aus. Junge, ich muss Taschenlampe sparen. Wow, fuck! Ich schreck jetzt einfach um. Hast du gemerkt? Die hat doch ein Dynamo. Guck mal. Aus. Okay. Dann lass ich sie jetzt mal ein bisschen an. Sie wird schwächer. Und jetzt guck mal auf den Boden. Sie wird heller. Oder? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Willst du dir einmal noch Angst haben? Oh nein. Nein. Ich habe mich hier total verrannt. Ich bin. Oh fuck. Ich bin zwischen den scheiß Bäumen stecken. Wollt ihr da stehen müssen? Boah, ich Alter, da wäre vorbei gewesen. Und denk immer dran, du musst das andere Spiel gleich auch noch spielen. Das ist die Säule. Ja! Sehr gut. Oh, komm, bitte sag. Ja, da ist eine Seite dran, das heißt, ich habe deinen Rekord geknackt. Und, also, ich habe ihn nicht geknackt, du aber ich. Bin, ich hab dich genauso weit ein. Ja, das heißt. Aber da war jetzt eine andere Seite dran, ne? Ja. Da war jetzt Known und das war vorher im Tunnel. Genau, also es wechselt immer die Seite. Also, ja, okay, das Spiel ist natürlich. Was heißt, ich könnte es nicht, aber das Spiel ist ja simpel programmiert. Es ist einfach also dieselbe Location, dieselben Orte. Ich glaube, mein Spawn verschieben. Nee, der Spawnpunkt ist immer gleich. Der Spawn? Oh, nein. Also spawnst immer an derselben Stelle auf jeden Fall. Genau, nur halt da, wo die Seiten sind. Das ist immer verschieden. Das heißt, die Locations sind immer an derselben Stelle von hier aus. Genau. Also, wenn man das spielt... Ah, das ist meine Funkuhr. Oh, Junge. Meine Armband. Tut mir leid, das hört ihr jetzt nicht, das tut mir weh, ja, weil es so leise ist. Aber es gibt natürlich einen schönen Nebeneffekt. Oh, deine Zeit ist abgenommen. Ich glaube, die Taschenlampe lädt sich gar nicht mehr. Ich lasse sie jetzt mal ein bisschen länger aus. Du hast es voll. Ich hatte schon vor auszuhalten. Doch, die lädt sich auch, oder? Die Taschenlampe lädt sich definitiv ein wenig aus, wenn sie aus. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie lange ich jetzt schon spiele. Für mich kommt es vor wie eine Stunde, ey. Oh. Das können nur wenige Spiele so scheiße sein, dass man denkt, man spielt die Oberfläche. Ich verrenne mich immer wieder. Wenn ich wenigstens das Haus finden würde, dann hätte ich wenigstens eine grobe Orientierung. Aber das Haus wird dir jetzt auch nicht gefallen, bis du auch. Oh nein, aber ich weiß, dass da eine Seite drin ist. Da muss ja eine drin sein. Es ist im Haus immer eine Seite drin. Achso, im Haus ist immer eine Seite drin. Immer. Deswegen ist es eigentlich clever. Bei so einem großen Weg folgen jetzt einfach mal. Genau, ich folge jetzt einfach mal dem Weg. Weil es ist eigentlich clever. Entweder du holst dir erst die Seite im Haus als erstes, damit du das Haus hinter dir hast, oder du holst sie als letztes. Was natürlich noch ziemlich crazy wäre. Ja, aber musst du jetzt eigentlich... Obwohl, ja, scheiße, ne? Ich könnte jetzt nicht fragen, was wir noch nicht selber erlebt haben, weil wir haben erst vier Seiten gefunden. Genau. Und schon fertig gemacht. Nicht, aber das... Geslendert. Hey, hier wird's. Hier ist eine Lichtung. Ich glaube, hier ist das Haus noch irgendwo in der Nähe. Ah, da sind die. Oh nein! Oh nee. Okay, da ja nicht so durch die Lichtung. Nee, nicht bei der vierten Seite, Junge. Und du gehst doch so da durch. Ich gehe etwas gewagter. Ich renne sogar. Das ist jetzt wirklich kein Ansporn von Mut oder irgendwie sowas. Das ist einfach nur. Verzweiflung. Das ist genau, Verzweiflung. Weil wenn ich jetzt drauf gehe, dann gehe ich wenigstens mit einem guten Gewissen durch. Genau, ich muss mindestens eine Seite mehr finden. Damit wir vorangekommen sind. Wenigstens irgendwie. Oh, oh, Alter! Dann müsste das Haus vielleicht noch erscheinen. Das Haus ist hinter den Tanks. Deswegen gehe ich jetzt nochmal in einem großen Bogen um die Tanks herum. Weil ich glaube, hier ist irgendwo eine Seite versteckt. Ach, der Peppo, ne? Der hätte gerade keinen Vorteil gegenüber beim ersten Spiel hier bei mir. Weil ich kenne das Spiel. Wir wollen auch nicht zu viel spoilen, was der Peppo ja nicht so ernst genommen hat. Ein bisschen dazu gespoilt, ne? Ist aber nicht so weiter tragisch, also wir haben jetzt nichts Großes verraten. Das war uns ja bekannt, wir brauchen 8 Seiten, wir haben 10 Locations.
okay, dass wir 10 Locations, naja, okay. Was denn heißt, wir können zweimal failen und achtmal gewinnen. Genau. So, damit wir achtmal gewinnen, müssen wir zweimal failen, was heißt. Also ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass wir jetzt schon zweimal gefailt haben. Die Tanks und der verkrüppelte Baum. Das war schon mal beides mal ein Glück ins Klo. Genau, das heißt, die restlichen Locations, da ist auf jeden Fall etwas. Wo sie auch sein mögen, ich habe mich hier nämlich total verrannt. Mal wieder. Es war jetzt ein pures Wunder, dass ich überhaupt die... Oh ja, da ist das Haus. Soll ich in das Haus reingehen? Ich habe wirklich Angst. Lass uns sterben. Sollen wir sterben? Boah, beim Haus hat er uns schon das ein oder andere Mal gekillt. Komm, bumsen wir ihn mal im Haus. Jetzt ist hier Ende. Da bist du nämlich reingekommen. Erstmal, wie verwinkelt dieses fucking Haus ist. Nein, da geht's wieder. Kacke, das kommt nur, weil ich zurückgegangen bin. Oh, scheiß Anfängerfehler. Kacke. So schlecht. Ach, Junge. Nein, aber ich muss sagen, es war wirklich nur ein Anfängerfehler, weil ich zurückgegangen bin. Ja. Ich hätte weiter gerade ausgehen müssen. Sagst du jetzt was oder? Du bist so seitlich gegangen, dass ich genau, so, vielleicht macht er das genau, extra, ne? Genau. Vielleicht ist das okay. Aber der war so nah hinter uns, ich glaube, dass dadurch ja, gefailt hast, du jetzt einfach genau weitergehen müssen. Ich hätte wirklich weitergehen müssen. Ich glaube, wir wechseln uns jetzt jedes Mal ab, ne? Also jetzt heute Abend auf jeden Fall noch. Ja, auf jeden Fall. Und dann, also die Nacht ist noch jung. Ja, wir haben erst... Wir müssen immer nur aufhören zu schreien. Ja, das wird schwierig bei solchen Spielen. Wir haben nämlich jetzt schon 6 nach 0. Geisterstunde. Nee, Geisterstunde ist erst um 3 Uhr morgens. Zwischen 2 und 3. Okay. wir wollen jetzt auch nicht weiter labern groß, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal, würde ich mal ja sagen, ne? Wir geben unser Bestes weiterhin. Wir wechseln uns ab, der Pepe und der Mahatma, ne? Genau, ich spiele jetzt erstmal noch eine Runde SCP-078B. Ja, ich darf gucken, wie ich die ganzen schon gerendert kriege, ne? Genau. Genau. Aber jetzt genau, habe ich jetzt was auf Lager, was ich nach und nach die ganze Zeit hochknallen kann. Genau, alles klar. Dann sagen wir erstmal Hadetschö. Hadetschau, Mahatma sagt auf Wiedersehen. Und der Peppo.